kurz und schmerzlos zu schwarzen Holunder. Ist das nicht fantastisch, oder? Also, was für eine Blütenpracht da für uns explodiert. Ich habe ja die Blüten schon genauer hergezeigt und das möchte ich jetzt da aussporen. Was so da jetzt einfach kurz geht. Schaut mal, wie unterschiedlich groß die Blütenteller ausfallen können. Ist mir wichtig, dass ich nur kurz sage. Und da habt ihr jetzt praktisch Blüten in jedem erdenklichen Stadion, nämlich noch knospiger Natur. Das, was ich da gerade in der Hand gehabt habe, die waren jetzt optimal zum Ernten. Schaut, weil da sind praktisch die Blüten relativ frisch aufgeblüht und man sieht es schön an die prall gefüllten Staubbeutel von den Staubfäden. Schaut, wenn ich da drüber fahre, wäre die ganz, ganz gelb. Ja. Also wenn man Holundersaft oder irgendwie das verarbeiten möchte, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil es am meisten Geschmack haben. Es geht nämlich relativ schnell und muss ich gucken, ob ich da jetzt auf die Gache ein Exemplar finde. Schauen wir mal da rum. Ja, von der Weiden sehe ich es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es kurz geduldet. Schauen wir mal, ich bin da auf einer Mauer drum gerollt, also so botschert dahin. Ja, da drüben, aber da komme ich nicht hin. Warte mal. Ja, ich halte mich da fest. Es geht relativ schnell und das Ganze ist wieder verblüht. Ihr seht da zwar noch ein paar Restblüten drauf, aber schon die ersten Früchte gebildet. Und man, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Am liebsten war es mir jetzt gewesen, wenn ich, ja, nehmen wir einfach das. Schaut mal. Da sieht man, dass die Staubbeutel schon wieder relativ ausgestaubt sind. Das heißt, diese Blüte wird schnell einmal verblühen. Also im Vergleich zu dieser sieht man, da sind die Staubbeutel noch satt und gelb. Ja, und da wirken sie schon klar und braun. Und wenn es bruckt, dann bevorzugt es wirklich einfach Blüten, die was praktisch noch ganz jung aufblüht sind. Und das Merkmal ist einfach diese prall gefüllten, noch ganz kugelig und satten Staubbeutel. Okay? Also, ja, mein, der Grund, wieso ich dazugegangen bin, war ja ursprünglich, dass ich das fantastisch finde. Wir haben das vor unserer Haustür und können praktisch aus dem Holundersaft machen. Wir können das trocknen daheim für einen Tee im Winter. Wir können das, wer kochbegeistert ist, in einen Backteig geben und rausbacken, wie Palatschinke praktisch. Ja, toll, nutzt es.